Hallo und willkommen zurück zu Railroad Tycoon 3. Wir befinden uns jetzt in der 10. Mission, die da lautet Orient Express. Und ich lese mal die Mission hier vor. Der Orient Express war die Verkörperung luxuriösen Reisens zu Lande. Es gab auf dieser Linie Schlafwagen und Speisewagen, in denen Gourmetspeisen und flauschige Schlafgelegenheiten geboten waren. Das größte Kunststück dabei war es, die Waggons durch die verschiedenen Länder mit ihren unterschiedlichen Gleisgegebenheiten zu befördern. Ihre Aufgabe ist es, diese schwierige Strecke profitabel und zu einem leuchtenden Beispiel der Ingenieurskunst zu machen. Bronze. Verbinden Sie vor 1914 Wien mit Istanbul. Silber. Verbinden Sie vor 1914 Wien mit Istanbul und erreichen Sie dabei eine Express-Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Meilen die Stunde oder höher. Gold. Verbinden Sie vor 1914 Wien mit Istanbul, erreichen Sie eine dauerhafte Expressgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde oder höher und ein persönliches Nettovermögen von 15 Millionen US-Dollar. Sonderbedingungen? Keine. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Wien. Wien liegt hier im beschaulichen Österreich. So, Moment, wir drehen die Karte mal richtig rum. So. Hier ist Wien und Istanbul hier unten am Bosporus. Ja, der ist ein bisschen klein dargestellt als Fluss, aber hier unten Istanbul. Schauen wir mal auf die. Moment, da. Ach so, wir müssen erstmal eine Firma gründen, damit wir hier die Konzessionspläne anschauen können. Wir nennen unsere Firma. Ja, wie nennen wir die denn? Wir nennen sie. Transeuropeana. Also die transeuropäische. Ja. So, welches Symbol nehmen wir da? Den Stern? Nein, das hier sieht doch mal nach einem schnellen Zug aus. Bevor Sie sich entschlossen haben, diese Herausforderung anzunehmen, waren Sie ein erfolgreicher Unternehmer. Nur in welcher Branche ist nicht genau bekannt. In welchem Bereich waren Sie gleich noch tätig? Wissenschaft und Technik, Business und Finanzen, Industrie und Konstruktion, Kunst und Politik. Ich bin für Wissenschaft und Technik. So, das wird uns doch garantiert einen Bonus verleihen. Ich bin gespannt, welchen. So, wir schauen uns hier mal die Strecke an. Also, wir haben. Ah, Moment. Da, die Gebiete. Wir haben Österreich-Ungarn. Wir haben hier Bosnien-Herzegowina. Montenegro. Wir haben Serbien, Bulgarien, Rumänien, Russland und hier unten das Osmanische Reich und hier unten Italien auf der anderen Seite der Adria. Okay, also wir müssen mindestens, naja, mindestens zwei Länder hier durchfahren, nämlich Österreich-Ungarn, da fahren wir ja los und dann hier nach Serbien und dann in das Osmanische Reich. 3 Millionen soll das hier kosten, Serbien. Ja, okay, das war natürlich klar. Serbien. Bisschen einfach hier durch nur Serbien, natürlich ist es deswegen teuer. Ja, das hier scheint der einfachste Weg zu sein, oder der günstigste zumindest. Der einfachste Weg, der interessiert uns auch gar nicht. Gut, so, wir fangen an hier oben bei Wien und arbeiten uns dann runter Richtung Belgrad, würde ich mal vorschlagen. Über Bratislava, Budapest Richtung Belgrad, von Belgrad aus über Sofia, hier unten entlang Richtung Istanbul, über Sofia Richtung Istanbul, denke ich doch mal. So, dann fangen wir doch mal an. Hier bei Wien. Wir fahren hoffentlich vernünftig hier irgendwo durch. Ja, das fing schon gut an. Wir kommen hier nicht raus. Rückgängig machen. Na super. Na super, na super. Okay. Wie kommen wir denn hier am besten nach Wien rein?
Machen wir rückgängig. So. Bauen hier einen Großstadtbahnhof bei Wien mitsamt Versorgungsgebäuden. Und von da aus dann, ja, wie schon gesagt, nach Bratislava. Das ist ganz schön teuer. Boah, ganz, aber richtig teuer. Ich hoffe mal, die Linie, die ist hier, die bietet auch genug Profitmöglichkeiten. Oh Mann. Rückgängig. Warum ist denn das so teuer? So, wir können ja auch in Bratislava ausbauen. Sehr gut. Bauen hier für 200.000 die Brücke. Binden das dann so miteinander. Okay. Bratislava einmal durchfahren. Geht auch ein Kleinstadtbahnhof? Naja, nicht wirklich. Die Stadt ist schon groß genug. So, okay, dann schauen wir uns mal die Steigung an. Die sieht hier gut aus. Okay. So, da ist doch die Sterling drin. Mit 1 bis 2% Steigung. 5 Wagen. Ja. Na, Moment mal. Da könnten wir auch die Consolidation nehmen. Die zieht hier am besten. Nehmen wir die. Waggons, Bremswagen und Frachtmix für alle Waggons, für alle Bahnhöfe, so. 57 und 35. Wir haben ja dann 6 Waggons hinten dran. Und gekauft. So, dann kann es losgehen. Normale Geschwindigkeit eingeschaltet und, ja, wir können auch gerne Aktien kaufen. Okay. So, dann dürfte jetzt gleich der erste Zug hier losfahren in Wien. Und der hat auch schon, oh ja, der hat schon. Ja, sieht man hier, er hat schon 5 Waggons geladen und einen Bremswagen hinten dran. Wissenschaft und Technik. Na klar. Der Weg in die Zukunft, immer nach vorne blicken. Sie haben in 2 Projekte investiert. Welches liegt Ihnen mehr am Herzen? Erhöhte Lokomotivengeschwindigkeit oder erhöhte Lokomotivenzugkraft? Naja. Ein Ziel des Spiels ist es, die Geschwindigkeit hochzuhalten, dann gehen wir auf die Geschwindigkeit. Erhöhte Lokomotivenzugkraft wird natürlich dafür sorgen, dass wir mehr Waggons ziehen können und vermutlich sogar besser über die Steigung hinwegkommen. Ah komm, wir haben sowieso eine relativ hohe Lokomotivengeschwindigkeit. Gehen wir mal auf die Lokomotivenzugkraft. So, da fährt unsere 636, steht dran, die Nummer, nochmal über die Brücke und ding, 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 wir sind in Bratislava angekommen. Schauen wir mal, wie viel Waren wir da haben. Lohnt es sich dann noch einen Zug einzusetzen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Kraft auf bei Lokomotiven nicht zu ver... Bitte was? Ja, Kraft bei Lokomotiven nicht zu verachten. Ihre geschickte Investition hat die Zugkraft ihrer Lokomotiven um 30% erhöht. Sehr gut, was soll das kosten? Hier einmal von, na, was ist denn jetzt? So, von Wien hier hinten rüber. Gut, ein Tunnel ist ein bisschen sehr teuer. St. Pölten? Heißt das nicht Pölten? Naja, gut. Nitra da oben, da könnten wir nochmal relativ günstig hin, denke ich. Ja, das kriegen wir noch hin. Das machen wir dann auch bald. Da warten wir nochmal den nächsten Zug ab. Der hat hier gerade eine Wartung. Und dürfte dann gleich da sein. Ja, sieht auch nach gut Geld aus. Ding, ding, ding. Genau. Einmal so und ich glaube, wir müssen hier oben rauf auf den Hügel. Naja, gut. Fahren wir mal. Ja, ungünstig ist es immer. Fahren wir mal so. Pausieren mal das Spiel. Eine Molkerei wurde zum ersten Mal gebaut. Interessant. Wir geben Anleihen aus. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Bares. Nur Bares ist Wahres. Spruch kennt man ja vermutlich. Und setzen hier, ja, einen Kleinstadtbahnhof hin. So. Und dann, ah ja, da haben wir auch nochmal Betriebe. Eisenminen.
Zwei Stück. Okay, das wäre dann bis Bratislava und dann gucken wir mal von Wien aus nach. Naja, nee, eigentlich wollen wir ja dann schon Richtung Budapest. Fahren wir von Bratislava aus bis nach Budapest oder fahren wir hier unten rum? Moment, was ist das hier unten? Auch nochmal zwei Eisenminen. Und dann nach Győr oder direkt schon mal durch. Ja. Okay, machen wir das mal so. Ah, und jetzt habe ich natürlich. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich hier weggeklickt. Kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ärgerlich. Gut, machen wir das so. Und lassen die Geschwindigkeit auf normal weiterlaufen. Bauen als nächstes dann. Ja, dann müssen wir eigentlich als nächstes bei Bratislava. Oder eigentlich gar nicht. Hier vorne bei Győr können wir das machen. Bei Győr machen wir Versorgungsgebäude hin. Und genau. Können wir nochmal ein Anleihen ausgeben? Nein. Also bei Győr dann Versorgungsgebäude und dann fahren wir mit einem Zug von Győr über Bratislava nach Nitra. Was sagt denn die Steigung? 2, 3, 4% hier oben. Ja, die ist da ein bisschen höher. Das hier 4, 5, aber hier heizt die ganz schnell drüber. Das dürfte eigentlich schnell gehen. Oh, jetzt kriegen wir gar nicht mal so viel Geld. Ah. Okay, so, Moment, wir schnappen uns mal hier die Lok. Die möge doch bitte fahren nach Bratislava und dann weiter nach Nitra und dann wieder nach Bratislava. Okay. Dann hat die wenigstens schon mal ein weiteres Ziel. Was hatten die da hinten dran? Papierwerk? Ach ja, das wird Tender natürlich. Und der Bremswagen. Jetzt fährt die Richtung Nitra. So, und wir schauen uns mal die Geschwindigkeit an. Die müsste mal, wo steht die gleich nochmal? Ach, hier unten. Da. Gegenwärtige Geschwindigkeit. 30 Meilen die Stunde. Sehr gut. Und das sogar bergauf. Das war noch vernünftig. Ah, und da gab es gar keine Waren, um zu fahren nach Nitra. Ah, das ist ja ärgerlich. Jetzt einmal Personen und dann Post. Ah. Okay, so, kaufen wir doch mal ein paar Aktien. So, und die. Sie haben nicht genug Geld. Ja, ich weiß, das machen wir dann auf Pump. So, von Bratislava aus. Da haben wir Post und Passagiere. Wir müssen nochmal Anleihen ausgeben. Wieso geht das nicht? Wir haben Bonität CCC. Okay. Das ist nicht gut. Gefällt mir überhaupt nicht. Haben wir zu viel Geld ausgegeben? Zu schnell, zu viel? Oder ist einfach die Verbindung Wien-Bratislava nicht attraktiv genug? Ist die nicht, ja, bringt die nicht genug Geld ein? Scheint so zu sein. Jetzt nochmal Wasser tanken hier, Wasser fassen. Und dann geht's Richtung Wien. Ich hoffe, das gibt gleich nochmal Geld. Ich hoffe, in Wien sind jetzt so viel Waren, dass man hier was mitnehmen kann. 1, 2, 3, 4. Naja, ich sehe auf jeden Fall was für 5 Waggons. Das müsste reichen. Ihr Vorstand hat die Dividende ausgesetzt. Ja, das ist ja zu erwarten gewesen bei einem negativen Kontostand. Rote Zahlen haben wir geschrieben. So, jetzt gibt's hier. Wie viele Waggons? Auch nur 2. Das ist ein bisschen enttäuschend. Post und Fahrgäste, naja, immerhin im Wert von 40.000. Geschwindigkeit rauf. Da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir da irgendwie rauskommen aus den roten Zahlen. Sie haben den bekannten Schriftsteller Jules Verne beim Gesellschaftsabend kennengelernt. Er erzählte eine Geschichte von einer unglaublichen Maschine, die ebenso sehr Kreatur wie Maschine war. Verne zufolge müssen Sie die Stadt der Zagreb anbinden, um mehr herauszufinden, denn das sei der Wunsch einer Gruppe von München, die genaueres darüber wüssten. Zagreb, okay.
Können wir machen. Schließen wir Zagreb an. Na, immer die noch zu packen. So. Ja, Zagreb liegt hier im Moment. Wir müssen weiter Richtung Balkan. Ah, hier unten, da. Na gut. Ja. Wie sieht's aus mit dem Geld? Müssen wir nochmal neu starten? Oder kommt da noch was? Es sieht, wenn ihr mich fragt, gar nicht gut aus. Ja, Georg könnten wir auch noch ansteuern. Können wir mal machen mit der einen Lok hier. So, dann fahren wir. Stopp. Mal alles zurück. Von hier nach da, nach da, nach da, nach da. Und dann wieder dahin. Genau. Und weiterfahren. Vollgas. Wie fährt sie denn jetzt? Ja, jetzt fährt sie wieder bei. Fängt sie wieder bei 1 an. Sie haben einen Anruf Ihres Brokers erhalten. Ihr Konto scheint leicht überzogen zu sein. Sie müssen genügend Aktien verkaufen, um bis Ende Februar wieder ins Plus zu kommen. Sonst wird Ihr Broker das für Sie erledigen. Jetzt hat gerade nebenan der Nachbar die Idee, durch die Wand zu bohren. Ich hoffe, man hört ihn gleich nicht. So, die Verbindungen von Wien nach Istanbul ist immer noch unvollständig. Klar, wir haben ja noch nicht viel geschafft. Ich bin geschafft. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, jetzt mal aus den roten Zahlen zu kommen. Ansonsten müssen wir gleich einfach nochmal neu starten. Ein Anführer einer serbischen Separatistengruppe ist gekommen, um einen Vorschlag zu machen. Er bittet Sie, ein Papier zu unterzeichnen, in dem Sie bestätigen, dass die Behandlung Serbiens durch den Kaiser von Österreich-Ungarn voreingenommen und ungerecht ist. Eine solche Stellungnahme von einer Person Ihres Einflusses hätte beachtliche Auswirkungen auf den königlichen Hof. Die Details stehen jedoch noch nicht genau fest. Er wird also Ende des Jahres noch einmal kommen, um Ihnen mitzuteilen, was als Gegenleistung erbracht wird, wenn Sie Serbien helfen. Ah ja, klingt nach finanzieller Hilfe. Hier, Geschwindigkeit rauf. Wartet mal ein bisschen schneller da unten. Wirtschaftsprognose sieht ein gesundes Wachstum voraus. Ja. 20.000, 23.000, 7.000 und nochmal 3.000. Naja. Wisst ihr was? Wir starten das Ganze einfach. Nochmal. So, da sind wir dann wieder zurück. Wir starten einfach neu und wir nennen unsere Gesellschaft genauso wie zuvor Transeuropeaner. Europeaner. So, und Business, nein, Wissenschaft und Technik. Das gleiche Geschäft wie zuvor. Wir norden die Karte mal wieder so rum. So, diesmal suchen wir uns eine andere Strecke raus. Vielleicht fangen wir doch, naja, hier unten bei Istanbul an. Istanbul bis Kırklareli. Und fahren da. Ah, wir haben keine Rechte im Osmanischen Reich. Na super. Können nur in Österreich-Ungarn fahren. Okay, so, behalten wir das mal im Blick. Novi Sad, Rizira, okay, hier oben, Resita, hier oben, da die Strecke. Schigit, kommt glaube ich auch Gulasch her. So, fahren wir von Pex nach Kaposvar. Fahren wir jetzt einfach über die Dörfer. Ich denke mal, das ist vielleicht ein bisschen, ja, sinnvoller. Da haben wir mehr Waren, die wir transportieren können. So. Gehen wir mal näher ran. Größte Stadt ist Pex. Naja, gut. Alles kleine Orte. So, eigentlich reicht es fast auch in jedem Ort zum Kleinstadtbahnhof. 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 Und hier reicht auch ein Kleinstadtbahnhof. In der Mitte. Kaposvar kommt dann hier Wartung hin. Und wir schauen uns die Topografie mal an. 2, 3. Okay, da sieht das aus, als ob wir da eine Consolidation bräuchten. Denke mal, das passt. Waggons, Bremswagen und haben 6 Waggons. Ja, 6 Waggons und das sieht gut aus.
Und jetzt haben wir noch ein kleines Polster von 194.000 und können schon mal Spiel starten. Und wir schicken einfach nochmal eine Consolidation in die andere Richtung, denke ich mal. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. So, jetzt müssten hier zwei Loks stehen. Eine da und eine da. Nein, das war nicht gut. Die fährt von da nach da. Na super. Das hat es ja gebracht. Ja, wir sind hier wieder für mehr Zugkraft. So, und ja, das war ja gerade ein Satz mit X. Da haben wir die beide Male hier unten in PEX starten lassen. Oder heißt es Pech? Ich weiß auch nicht. Naja, schauen wir mal, wie das hier mit dem Geld aussieht. Kraft, ja, 30% mehr Zugkraft bei den Lokomotiven. Ist vernünftig. Ich denke mal, das hier wird sich früher oder später noch legen hier, dass sie direkt hinterher fährt. Ich hoffe zumindest. Aktuell ist es nicht besonders sinnvoll, was sie da veranstaltet. Ja, ich bin gespannt. 100.000 haben wir wieder und da hinten können wir dann mal als nächstes hinfahren. Es sind auch noch einige Bauernhöfe dazwischen. Schauen wir mal. Ah, Moment. Jetzt können wir noch mal Anleihen ausgeben. Ja. Pausieren. Und wir fahren einmal hier quer durch die Äcker in den Ort rein. Verbinden hier drei Bauernhöfe und hier eine kommende Stadt. Und die bekommt, ah, hier kein Geld mehr doch, Moment, da hat man Geld für Wartungsgebäude, deswegen braucht man die auch dahin. Und wir nehmen den zweiten Zug hier mal, schnappen uns den und geben dem eine neue Route. Fünf Waggons, Bremswagen, okay. So, dann fährt er jetzt nämlich in eine andere, auf einer anderen Route, auf der hier oben. Ich hoffe, das passt auch noch mit der Steigung. Das sieht alles noch in Ordnung aus. Super, dann fährt er jetzt auf der Strecke. Der Zug hier. Der hat, na, wie viel Geschwindigkeit hat er drauf? 40 Meilen. Das ist doch eine mordsmäßige Geschwindigkeit. Da holt er sich die ersten Waren. Im Wert von, naja, gut, 13.000. Sollte eigentlich noch einmal weiterfahren. Das, was ich gesehen habe. Oben sollte der jetzt eigentlich noch hin. Naja, okay. Fährt er jetzt dahin, gibt da die Waren ab und müsste zurückfahren. Zug 2 ist in Salaegerszeg angekommen. Ja, ist nicht meine Sprache. Aber interessant auf jeden Fall. So, der hier hat jetzt mal keine Waren dabei. Und das, obwohl, was wird denn hier hergestellt? Werkzeug. Naja, okay. So, hier dürften dann auf jeden Fall, ja, hier diese landwirtschaftlichen Güter hergestellt werden und zu transportieren sein. Obst müsste eigentlich immer dabei sein. Ja, 11 Tonnen Obst. Genau. Oh, wir haben kein Wasser. Gut, dass hier ein Wartungsgebäude ist. Naja, gut, er ist auch lange Strecke gefahren. Ohne Wartung. Ja, da wird jetzt gewartet und dann passt das. Sollte der gut in Schuss sein. Der ist ja auch beim letzten Mal gar nicht hier bis zu dem Bahnhof hingefahren, sondern der hat ja hier gehalten und ist dann wieder zurückgefahren und dann wieder hin. Und naja, ihr habt es ja gesehen. Hat also entsprechend kein Wasser geladen. So, und hier wird jetzt Wasser gefasst und dann fährt er weiter. Und dann machen wir gleich auch schon eine Pause. Liefergewinn 10.000. Ja, und insgesamt, wenn wir die Fahrtkosten abziehen, machen wir wahrscheinlich noch Minus. Also, ja, machen wir. Unbestritten. Okay, Passagiere werden eingeladen.
Naja, für 4000. Hoffen wir mal, dass sich das noch entwickelt. Wir machen jetzt erstmal an der Stelle eine Pause. Schauen hier mal, ach jo, Balaton. Schauen da mal zu, wie sich das hier entwickelt. Hoffentlich entwickelt sich das positiv. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!